Das war mein größtes Kunststück, Wednesday. Das kann ich mir vorstellen. Ich wünschte, ich hätte es live gesehen, Cat Noir. Was? Sie will mir meine Cat Noir klauen. Tiki, spot's on. Tagsüber bin ich ein ganz normales Mädchen, Marinette. Aber ich habe ein Geheimnis, von dem niemand etwas weiß. Nun ist es Zeit, das Verbrechen zu bekämpfen. Die Diebin Wednesday Addams kann meinen Freund nicht stehlen. Cat Noir gehört mir. Und ich werde ihn nicht mit irgendwelchen Emporkömmlingen teilen. Kate, lass uns gehen. Was? Er ist mein Freund. Blödsinn. Cat Noir gehört mir. Nein, er gehört mir. Mädchen, kämpft nicht. Bleib draußen. Du hättest nicht damit anfangen sollen. Kommt schon, Mädels. Lasst uns durchatmen und einfach reden. Leg dich besser nicht mit mir an. Wednesday, lass es einfach sein, hm? Du denkst, du bist cool? Ich habe auch eine Waffe. Miau. Mädels, hört auf. Was für ein Glück. Keiner wird mich aufhalten. Lass uns das friedlich regeln, ja? Hallo. Hawkmoth! Ergib dich jetzt und niemand wird verletzt. Warte, Cat Noir ist verschwunden. Du kommst mit mir, Cat. Jetzt gehörst du mir. Früher oder später werden die Mädchen merken, dass ich weg bin. Ich hoffe, es hilft ihnen, mich zu finden. Das ist mein bescheidenes Herrenhaus. Fühl dich wie zu Hause. Keiner zwingt mich, zu Hause zu bleiben. Also, Cat Noir, deshalb brauche ich dich. Du musst diese hässliche Maus fangen. Sie macht mich einfach verrückt. Lass mich nachdenken. Nö. Leute, beeilt euch und liked das Video, dann lässt Hawkmoth mich gehen. Helft mir, okay? Mit wem redest du? Die Maus wartet. Wie soll ich die Katze jetzt finden? Armer kleiner Kater, ich hoffe, es geht ihm gut. Das ist der ausziehbare Stab von Cat Noir. Komm schon. Wenn du leben willst, Kitty Cat, wirst du alles tun, was ich sage. Ja, ja, ich habe verstanden. Ich werde gehorchen. Wow, das ist sein Stab. Das bedeutet, dass Cat noch am Leben ist. Er hat uns eine Spur hinterlassen. Jetzt werden wir ihn finden. Ja, ja, sicher, das machen wir. Etwas weniger Emotionen, bitte. Hey, was machst du da? Das werden wir nicht brauchen. Hawkmoth hat ihn gestohlen. Ich schlage vor, wir handeln gemeinsam. Okay. Es ist besser, Hawkmoth Seite an Seite mit deinem Partner zu bekämpfen. Ladybug und Wednesday Addams werden Cat Noir retten. Der kleine Teufel lebt da drüben. Was? Wer? Ah, du meinst die Maus? Das ist ein ganz schönes Loch. Auf keinen Fall. Du geh und mach ihn fertig. Ich? Aber du bist ein furchtbarer Schurke. Wer ist da? Stirb! Es ist nicht nett, sich so zu benehmen. Ich habe dir gesagt, dass du die Maus beseitigen musst. Natürlich nur, wenn du frei sein willst. Verstanden? Ja, alles klar. Das ist schon besser. Und versuch gar nicht erst zu fliehen. Okay, mal sehen. Vielleicht ist es nicht so groß und gefährlich. Warte, das ist eine Katze. Ah, eine Maus. Ah, Lynn. Nein, warte, beruhige dich. Meine Pfoten. Hallo, Mädels. Enid. Hallo, du. Oh, was machst du denn da? Es ist nichts Besonderes. Es ist ein Geheimnis. Ich liebe Geheimnisse. Lass mich mal sehen. Oh, wie interessant. Toller Plan. Ich komme mit dir. Nein, nein, nein. Das machst du nicht. Komm schon. Das wird der Hammer. Nein, das ist kein Scherz. Das kann gefährlich sein. Entspann dich. Ich bin bereit. Wir müssen Enid mitnehmen. Okay, es ist Zeit, die Operation zur Rettung von Cat Noir zu starten. Team, los geht's. Lass uns versuchen, den kleinen Teufel auszuhungern. Ich frage mich, was Hawkmoth macht. Ups, er beobachtet mich. Okay, okay, ich werde die Maus fangen. Komm her, du kleiner Splitter. Huch, etwas Weiches. Puh, das ist nur ein Bett. Er wird es nicht brauchen. Er wird nicht mehr schlafen müssen. Hm, die Katze unterschätzt den Nager. Wo versteckst du dich? Aha, nein, das ist ein Pyjama. Wirklich? Komm schon her, Kleiner. Aua, ouch, aua. Ich hoffe, die Maus bemerkt mich nicht. Ouch, aua. Lass mich los. Aua. Wer war das? Ich weiß nicht. Ein Zettel? Hawkmoth, da steht... Lauf. Ah. Auf wen wartest du dann noch? Lauf. Aua. Ich habe nicht erwartet, dass ich hier warten kann. Du hast nicht gesagt, dass er so gefährlich ist. Ich hätte nie gedacht, dass er eine verbotene Waffe benutzen würde. Push. Cat Noir, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Deck sein Loch zu und lass ihn dort bleiben. Er wird uns um die Freiheit anflehen. Ich hoffe, es funktioniert.
Ich hoffe, unser Plan funktioniert. Ja, die Villa ist groß. Es wird nicht einfach sein, unsere Katze darin zu finden. Wir haben keine andere Wahl. Cat braucht unsere Hilfe. Also lasst uns keine Minute verschwenden. Wir können nicht einfach die Vordertür benutzen. Die ist sowieso verschlossen. Ich weiß. Wir brauchen ein Seil, um durch das Dach zu klettern. Ich habe gerade eins bekommen. Es ist zu kurz. Meins auch. Annette, hast du etwas? Warte mal kurz. Hier. Eine harte Aufgabe. Mädels, ich hab's. Keine Sorge, ich habe das richtige Seil. Glücksbringer. Na, was habe ich gesagt? Beeindruckend. Toll, jetzt können wir reingehen. Ich würde sagen, krabbel rein. Folgt mir. Es ist cool, einen Superstab zu haben. Ich will so ein Seil. Warum so hoch? Toll. Jetzt lass uns Hawkmoth finden und Cat retten. Pass auf, Schurke. Ich werde dich fangen. Du denkst, du bist so schlau? Miau. Also gut, Maus, du bist aufgeflogen. Jetzt kommst du nirgendwo mehr hin. Du wirst darum betteln, aus dem Haus gelassen zu werden. Warte mal kurz. Was macht das andere Loch hier? Sehe ich etwa doppelt? Nein, tue ich nicht. Es sind jetzt zwei von ihnen. Er gräbt schnell. Was hat er denn da? Das geht dich nichts an. Aua, meine Nase. Ich ergebe mich. Katze, ich habe eine neue Idee. Hier hast du sie. Stecke es in das Loch. Hör auf zu tanzen. Genau, das war's. Oh Mama, ich hab's schon wieder. Schieb es in das Loch. Versuch das doch mal. Nimm es. Ah, warum Panik? Was für ein schönes Feuer. Du kannst ein größeres Feuer machen. Oh oh, aber ich wollte es für Maus verwenden. Ladybug, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich habe dich so sehr vermisst. Oh, du Märzkatze. Was ist mit mir? Aber wenn es wahre Liebe ist, dann okay. Ich werde die Katze nirgendwo hingehen lassen. Du hättest nicht kommen sollen. Ich werde dich vernichten. Und ich fange mit dir an, Wednesday Addams. Du kannst dich von deinen Freunden verabschieden. Lass sie gehen. Oh, du fiese Motte. Keiner wagt es, meinen besten Freund anzugreifen. Du kannst dich verabschieden von... Obwohl, du hast ja niemanden. Hab ich dich. Ah! Hey, steh da nicht so rum. Tu etwas. Lass ihn nicht gehen. Glücksbringer. Das ist ja interessant. Wie soll uns dieser Fluffy helfen? Hallo. Wie niedlich du bist. Darf ich? Ich hab dich gebraucht. Jetzt ist die Maus dem Untergang geweiht. Warte, Hawkmoth, ich habe eine bessere Idee. Gib mir nur eine Minute. Schau mal, was ich hier habe. Gefällt es dir? Es ist ein guter Trick. Na, das ist schon besser. Hab keine Angst, Kumpel, du wirst jetzt bei mir wohnen. Da bist du ja, du kleiner Teufel. Nein, nein. Er ist jetzt Annettes Haustier. Okay, okay, wir sind nicht böse. Nun, es war nicht nötig, jemanden zu entführen. Du könntest einfach Annette anrufen. Ich habe schon so lange von einem Haustier geträumt. Ich bin auch nicht böse, ich hatte nur keine Freunde. Und jetzt habe ich welche. Den besten Freund der Welt. Ich werde dich Scar nennen, zu Ehren des großen Schurken. Du musst hungrig sein, Mickey. Lass dir das Essen schmecken. Bleib da, ich werde dir bald dein neues Zuhause zeigen. Ich bin so froh, dass es uns allen jetzt gut geht. Danke, Wednesday, dass du geholfen hast, Cat Noir aus Hawkmoth's Poten zu befreien. Ich konnte ihn nicht einfach verlassen. Mission erfüllt. Die Masken können entfernt werden. Ich hoffe, wir brauchen sie nicht mehr. Gut gemacht, Schwesterherz. Hey, Katze, das gehört dir. Mein Superstab. Ich dachte, du hättest ihn nicht gefunden und ich hätte ihn für immer verloren. Mein kleiner Zauberstab. Danke, Wednesday. Jetzt ist die Mission vollständig abgeschlossen. Und ich kann mich entspannen. Ladybug und Cat Noir sind so ein süßes Paar. Das ist wahr. Na dann viel Glück. Und ich habe mir einen Tag am Pool verdient. Thing, wo bist du? Ich habe ihn den ganzen Tag nicht gesehen. Das gibt's doch nicht. Hallo. Thing ist verschwunden. Besondere Merkmale? 5 Finger und Spuren von Stichen auf dem Körper. Okay, wir sind auf dem Weg. Die tapfere Paw Patrol hat deinen Schrei gehört.
Mach dich bereit, Chase, Marshall und Sky zu treffen. Dort, wo sich die Leidenschaften entladen, sind Ryder und seine Crew. Wow! Im echten Leben ist es Wednesday. Mein Freund ist verschwunden. Bin neugierig. Das musst du dir ansehen. Lass mich mal sehen. Uns läuft die Zeit davon. Sky Marshall, such die Umgebung ab. Was ist mit mir? Nun, ich werde die Karte aufnehmen. Es kommt mir bekannt vor. Keine Sorge, er ist in guten Händen. Wir werden Thing bald finden. Ich bin ein erfahrener Detektiv. Nur Ameisen. Ich glaube nicht, dass er hier ist. Ich schaue mal unten nach. Da unten ist niemand. Aha, unser erstes Beweisstück. Das ist natürlich die Brille von Thing und... Leute, kommt sofort her. Lasst uns herausfinden, was ihn vom Sonnenbaden abgelenkt hat. Aber ich weiß, wessen Haar das sein könnte. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir werden sie auf die Liste der Verdächtigen setzen. Das ist die richtige Entscheidung. Also Nummer 1 ist Enid. Und das geheimnisvolle Schloss wird sich noch als nützlich erweisen. Geh aus dem Weg, Marshall. Vergiss nicht, dass dies ein Tatort ist. Exzellent. Unbefugtes Betreten ist strengstens verboten. In einem Wimpernschlag verschwunden. Ich werde mich mal umsehen. Ich glaube, wir verpassen etwas. Da haben wir es. Kleine Zehenspuren. Holen wir uns Mr. Thing zurück. Warte auf mich. Es ist schwer, sie im Gras zu sehen. Ich hab's. Bleib dran. Und warum ist er so weit gegangen? Ha, das ist mal eine Wendung. Gut gemacht, Sky. Sieht so aus, als wären wir der Lösung des Falls einen Schritt näher gekommen. Ich habe einen interessanten Gedanken. Thing wurde am helllichten Tag gekidnappt? Daran gibt es keinen Zweifel. Aber von wem? Genau das müssen wir gemeinsam herausfinden. Das Dream Team. Die Paw Patrol und Wednesday Addams machen sich an die Arbeit. Du kannst dich nicht vor uns verstecken. Die Spur ist kalt geworden. Lasst uns aufteilen und diesen Ort erkunden. Keine Bären, keine Spuren. Schade. Oh, ein paar verdächtige Sachen. Oh nein, das ist Müll. Vielleicht entdecke ich ja jemanden von oben. Es ist sinnlos. Ich bin Wednesdays Fan. Ich habe immer von einem Selfie mit ihr geträumt. Übrigens, ich habe einen ganzen Haufen Souvenirs gesammelt. Hier, ich habe ihn abgeschnitten, als sie sich abgewandt hat. Ein Totenkopf für eine düstere Stimmung. Und eine wunderschöne Halskette im Adams-Stil. Komm in die Kiste, mein Schatz. Das ist genug. Thing ist in Schwierigkeiten. Konzentriere dich lieber auf die Ermittlungen. Nützliche Beweise können sich hinter jedem Baum verstecken. Lass uns den Schurken auf frischer Tat ertappen. Keine Bewegung. Ich bin feurig mit dem Feuerholz. Ich bin so hungrig nach dem Laufen an der frischen Luft. Wir machen das Abendessen später. Gut. Auch nichts. Oh, ich kann die Spur sehen. Folgt mir. Lasst mich nicht alleine. Ich kann es mit meiner Nase spüren. Wir sind nah dran. Meine Hundeintuition hat mich noch nie im Stich gelassen. Oh oh. Und das Haus ist beeindruckend. War es wirklich Enid? Wer hat Thing entführt? Schreibe es unten in die Kommentare. Mal sehen, wer der coolste Detektiv ist. Ruf sie an. Ich dachte, Wednesday hätte gute Freunde. Enid geht nicht dran. Dann lass uns ohne Einladung vorbeikommen. Ich werde versuchen, Thing sofort zu erschnüffeln. Ich schlage vor, dass wir uns wieder trennen. So ist es einfacher, Beweise zu finden. Hier trägt sie Make-up auf. Oh, Nagellack. Und Minnie Addams liebt die Maniküre. Hey, Ryder, hier drüben. Ich habe eine Spur. Was sagst du dazu? Glaubst du, Enid hätte damit die Nägel von Thing lackiert? So ein hilfreicher Fund. Der bleibt jetzt erstmal bei mir. Wo soll ich anfangen? Wow. Details sind sehr wichtig. Sieht lecker aus. Ah! Oh, ein neuer Geruch. Was versteckst du, Enid? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Hammer, um das Unterbettmonster zu treffen? Ah, ich habe Angst. Was ist los mit dir? Du bist in Sicherheit, meine Donuts. Ich werde mich festhalten und mich um das Monster kümmern. Nimm das, Bestie. Alles klar. Da unten ist es leer. Warum habe ich diesen Text nicht früher bemerkt? Ich werde die Wahrheit herausfinden. Warte einen Moment. Und hier ist unser Zeuge. Willkommen zu deinem Verhör. Sag mir alles, was du gesehen hast. Chase, hör auf. Insgesamt ist der einzige Beweis, den wir haben, Nagellack. Wir müssen intensiver suchen. Und keine Zeit mit Puppen verschwenden. Was ist mit diesen Süßen? Sie sind auch ein wertvoller Anhaltspunkt. Marshall hat recht. Und wir werden etwas zu essen haben. Leute, kommt her. Ich habe eine unerwartete Spur. Wahnsinn. So ein cooles Werkzeug. Endlich machen wir Fortschritte. Hier steht, für Enid von Wednesday Addams. Ich will nur sicher gehen.
Ich habe eine Theorie. Adams? Und wo sind Mr. und Mrs. Adams jetzt? Meine Eltern haben ein Alibi. Sie sind im Urlaub auf einer Insel. Sollen wir warten, bis Annette zurückkommt? Ich bin mir sicher, dass sie Thing entführt hat. Und ich denke, wir sollten dein Familienanwesen durchsuchen. Team, wir sind gerade auf dem Weg zur Adams Villa. Verdächtiger Nummer 2 wurde gefunden. Die Ermittlungen sind in vollem Gange. Oh, das ist wirklich ein gruseliger Ort. Ich bekomme eine Gänsehaut und die Einrichtung ist schrecklich. Ist diese düstere Adams-Gruft selbst für den tapferen Ryder zu unheimlich? Einige unheilvolle Geräusche. Tut mir leid, dass ich so mampfe. Ich esse, wenn ich nervös bin. Thing ist immer noch nicht gefunden worden. An die Arbeit, Patrouille. Sie haben eine Menge Schnickschnack. Ah, was für ein Schnabel. Ich habe Angst. Ernsthaft, Sky? Der ist doch nur ausgestopft. Er war vor langer Zeit mal mein Haustier. Ich werde hier nachsehen. Oh nein. Er ist weg. Warum? Warum hast du uns so früh verlassen, Kumpel? Er war so eine tatkräftige Hand. So viele tolle Maniküren vor uns. Wir haben ihn nicht gerettet. Hör auf zu weinen. Das ist mein Kindheitsspielzeug. Hast du dich endlich beruhigt? Puh, wir haben uns umsonst Sorgen gemacht. Kannst du mir sagen, wo Thing normalerweise schläft? Kein Problem. Hier ist sein kleines Bett. Ich werde dir eine Lektion erteilen, Monster. Mach schon, er ist neutralisiert. Er hat bekommen, was er verdient hat. Oh nein, ein ekliger Gestank. Woher kommt dieser Geruch? Oh, ekelhaft. Es geht mir langsam auf die Nerven. Das habe ich nicht gewollt. Da ist noch etwas im Bett. Thinks Nachtkleid, wenn er ein Hello Kitty-Fan ist. Aber warte, es kommen noch mehr Entdeckungen. Das Nachthemd von Thing, wenn er fliehen will. Der Vermisste hat eine Flucht geplant? Er hat hier Hausarrest, wenn er sich daneben benimmt. Vielleicht ist er weggelaufen? Kümmere dich selbst darum. Ich bin schon müde. Oh oh. Ein neues Beweisstück ist aufgetaucht. Das ändert unseren Fall. Auf keinen Fall. Sie stiehlt Haarstücke und behält sie. Und es steht nichts unter Annettes Namen. Natürlich. Ihre charakteristischen blonden Locken haben mich den ganzen Tag begleitet. Wednesday, warum erklärst du uns nicht alles? Okay, es ist Zeit, endlich zu beichten. Danke für den Cocktail, Kumpel. Thing? Oh, du hast ein Poster mitgebracht? Das ist eine tolle Idee. Die Sommerferien sind wirklich dazu da, um Spaß zu haben. Lass uns einen Streich mit deiner Entführung organisieren. Ich habe ein Hobby. Ich sammle Haare. Also wer wird unser imaginärer Verbrecher? Ich habe mich entschieden. Was hältst du von einem solchen Kandidaten-Thing? Dann ist es beschlossen, alle Verdächtigungen werden auf Annette fallen. Wir müssen uns nur noch überlegen, wem wir einen Streich spielen wollen. Ich wähle dich, Paw Patrol. Mach dich bereit zu verschwinden, Thing. Unser Spaß beginnt. Hallo, Ryder. Es ist nur so, dass meine Eltern in den Urlaub gefahren sind. Annette ist auch auf den Inseln. Also haben Thing und ich uns gelangweilt. Bitte verzeih uns. Dort zu bleiben ist eine Strafe. Gute Arbeit, Team. Wieder ein Fall erfolgreich gelöst. Die Paw Patrol ist auf dem Sprung. Und du, Wednesday, wirst für deinen Unfug gerade stehen. Eilmeldung! Wednesday Adams und Thing sind im Gefängnis. Die Gerechtigkeit hat das düstere Mädchen und ihren kleinen Komplizen endlich eingeholt. Mal sehen, wie sich unsere neuen Gefangenen hinter Gittern verhalten werden. Nun, Wednesdays Zellengenosse scheint nicht sehr freundlich zu sein. Ganz zu schweigen von den anderen Insassen des Troom-Gefängnisses. Dies ist eindeutig keine 5-Sterne-Zelle. Dieser Ort hat sich als viel schlimmer herausgestellt, als ich erwartet hatte. Mir gefällt es hier so gut, dass ich sogar lächeln möchte. Dieser Herr scheint über etwas unglücklich zu sein. Mein Name ist Oliver. Und wer bist du? Thing, ruf 911. Die Situation spitzt sich zu. Zum Glück hat Wednesday einen treuen Freund. Puh, der brillante Plan hat nicht funktioniert. Die Wärterin schläft nicht. Ein Gefängnisausbruch? Nicht unter meiner Aufsicht, du kleine Petze. Die Wachtmeisterin Vicky lässt solche Unverschämtheiten nicht zu. Sie hat eine spezielle Zelle für Gauner wie Thing. Jetzt läufst du nicht mehr weg. Houston, wir haben ein Problem. Die Sache braucht dringend einen Plan B. Oh nein, lasst mich raus. Ich verlange einen Anwalt. Ich sollte etwas tun. Hey, ich habe Klaustrophobie.
kein Problem. Ich werde auf jeden Fall rauskommen und wir werden zusammen sein, meine Schöne. Jemand hat mir eine Nachricht geschickt. Hallo, Palmer. Wie geht's dir, Babe? Morgen ist unser Jahrestag. Tut mir leid, ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Du bist wieder mit dieser Blondine zusammen? Weshalb wurdest du verhaftet? Hier kommt die Rückblende. Es ist die Truman Not So Late Show. Hier ist Alan Rogers. Und dies ist The Truman Not So Late Show. Macht euch bereit, etwas Spaß zu haben. Wir fangen an. Willkommen, die Cuties Band. Ich singe für dich, wie sehr ich dich liebe. Wie hätte gedacht, dass ich meinem Portemonnaie geben so würde. Jetzt drück ich's an mich, wenn ich nicht schlafe. Ich singe für dich, wie sehr ich dich liebe. Wow, ich wusste gar nichts von dir, aber ich bin begeistert. Und nun begrüßt sie bitte unseren Gast Wednesday. Lasst uns klatschen. Willkommen bei der Truman Not So Late Show. Ma'am, bitte folgen Sie mir. Ja, das ist Wednesday. Also, meine Liebe, du bist als eine sehr dunkle Person bekannt. Welche Art von Unterhaltung siehst du dir gerne an? Videos von Katastrophen. Das ist immer lustig. Was magst du an TikTok? Videos über Gamer, das Gefängnis oder DIYs? Was für ein langweiliger Gastgeber. Ich muss dir etwas sagen. Wir haben einige Fotos aus deiner Kindheit gefunden. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn wir sie unseren Zuschauern zeigen. Du siehst hier sehr glücklich aus. Nun gut, bitte sag uns, warum du in unsere Sendung gekommen bist. Ich antworte, wenn du mein Geschenk auspackst. Was? Wow, das ist interessant. Was für eine schöne rote Schleife. Die schwarzen sind weg. Gut, dann packen wir mal aus. Was haben wir denn hier? Wow. Autsch, nimm mir das ab. Ah. Wie gefällt dir dein Geschenk? Hände weg von meinen Haaren. Runter von meinem Kopf. Oh Gott, Hilfe. Gib es zurück, du kleiner Dieb. Ich krieg dich schon. Aua. Wir haben technische Schwierigkeiten. Schaltet die Kameras aus. Die Show hat alle meine Erwartungen übertroffen. Fehlt mich nicht. Oder ist es? Kira! Welche Genauigkeit. Puh. Bis dann, Freunde. Das hat Spaß gemacht. Du bist wegen Haardiebstahls verhaftet und kommst ins Trum-Gefängnis. Was ist das? Ach, richtig. Gestern gab es Hühnchen. Lecker, lecker. Hier, lass es dir schmecken. Ich muss etwas tun. Ich habe eine Idee. Ist etwas passiert? Ich brauche ein Haustier. Nein, du kannst keins haben. Es sei denn, es ist ein Fisch. Das ist genau das, was ich brauche. $100? Okay, hier ist dein Haustier. Toll, die Rache ist nah. Nicht schlecht. Kein Grund zur Sorge. Es ist nur ein Fisch. Jetzt werden wir sehen, wer hier das Sagen hat. Willkommen in deinem neuen Zuhause, Kumpel. Du hast eine sehr wichtige Aufgabe vor dir. Du wirst mir helfen, diesen Snob in seine Schranken zu weisen. Oliver hat keine Ahnung, dass Wednesday ihm eine Falle gestellt hat. Oh, sieht aus, als hätte ich das Huhn nicht essen sollen. Beeil dich. Puh, ich hab's geschafft. In Ordnung. Was gibt es Neues auf der Welt? Hilfe! Aua! Heiliger Strohsack! Out! Wie ich sehe, hast du mein Haustier schon kennengelernt. Was zum Teufel? Ah! Hilfe! Setz dich selbst zu diesem verrückten Mädchen. Ich haue hier ab. Ah! Hey! Was ist hier los? Oh nein! Code Red, bitte komm! Hört ihr mich? Wir haben einen Ausbruch. Ah! Das ist der beste Ort der Welt. Es riecht feucht und niemand stört mich. Endlich kann ich mich entspannen. Hey, das ist ein falscher Fisch. Ist das dein Werk? Natürlich. Wird meine Strafe jetzt verlängert? Nein, du bist frei. Bitte gehe. Auf keinen Fall. Ich bleibe für immer hier. Raus hier. Okay, du hast es verdient. Raus aus meinem Gefängnis. Ich werde nicht gehen. Ich will nicht nach Hause gehen. Das ist ein wirklich schlechter Tag. Okay, bleib. Autsch. Plus 10 Tage für Ungehorsam. Vielleicht 30? Steh auf. Ich habe keine Zeit für so etwas. Nun, sieht so aus, als hätte ich dieses stille Mädchen unterschätzt. Ich muss etwas dagegen tun. Zuerst muss ich hier eine neue Zellgenossin suchen. Also mal sehen. Wen haben wir denn hier? Annette Sinclair? Ja. Wow. Oh, hallo. Was für ein wunderbares Gefängnis. Wer will denn hier mein bester Freund sein? Wednesday, das ist deine neue Zellengenossin. Das ist Annette. Hallo.
Lippen. Soll das ein Witz sein? Hallo, Mitbewohnerin. Ich hoffe, wir werden beste Freundinnen. Was? Ich liebe es, viel zu reden und Pyjama-Partys zu veranstalten. Und ich schminke mich auch gerne. Oh, Kosmetika sind verboten. Ich werde dir beibringen, die Welt mit meinen Augen zu sehen. Was zum... Okay, das ist zu viel. Officer, ich habe es mir anders überlegt. Lassen Sie mich hier raus. Oh nein, mein Schatz. Das kannst du jetzt nicht. Du hättest früher zustimmen sollen. Übrigens, zieh das an. Ein schickes elektronisches Armband für widerspenstige Gefangene. Etwa so. Sehr schön. Jetzt wirst du bestimmt nicht mehr ausbrechen. Du wirst sehen, wie du mit Officer Vicky scherzen kannst. Also, willst du mit mir befreundet sein? Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe eine Idee. Ich werde nicht zulassen, dass diese rosa Katastrophe auf meine Seite der Zelle übergreift. Wir müssen Grenzen setzen. Hat Officer Vicky es geschafft, Wednesday doch noch zu überlisten? Ha, cool. Mal sehen, wohin das alles führt. Wow, Wednesday, tolle Idee. Lass uns unsere Zelle dekorieren. Es scheint, dass diese Neue noch nicht gemerkt hat, dass ich an ihren dummen Spielen nicht interessiert bin. Nun, ich werde sie weiterhin ignorieren. Früher oder später wird es ihr langweilig werden und sie wird mich nicht mehr belästigen. Na gut, ich kann das Zimmer selbst dekorieren. Der Spaß kann beginnen. Dieser Raum wird sich bis zur Unkenntlichkeit verändern. Als erstes müssen wir also diese Sportgeräteausstellung loswerden. Das ist viel besser. Jetzt ist Platz für meine Lieblingsspielzeuge. Komm schon, Kumpel. Willkommen im neuen Zuhause. Wie niedlich. Mit diesen flauschigen Sachen wird es selbst im Gefängnis nicht traurig sein. Der nächste Schritt ist das Bett. Schluss mit den langweiligen blauen Laken. Es ist an der Zeit, ein paar bunte Farben hinzuzufügen. Voilà, wunderschön. Ach ja, richtig. Fast hätte ich die Vorhänge vergessen. Mit ihnen wird meine Ecke 100-mal gemütlicher werden. Juhu! Die Umgestaltung des Zimmers ist abgeschlossen. Oder doch nicht? Wir brauchen noch ein Detail. Zum Beispiel dieses. Stilvoll. Das war's schon. Und wer ist hier die Königin des Komforts? Ich glaube, dieses Mal habe ich mich selbst übertroffen. Oh, mit dieser Maniküre werden sie mich sogar im Gefängnis auslachen. Das muss ich ändern. Die goldene Regel einer echten Fashionista ist, immer Nagellack dabei zu haben. Ich will in jeder Situation fabelhaft aussehen. Erledigt. Perfekt. Hey, ich habe eine tolle Idee. Die Experimente gehen weiter. Nicht standardisierte Situationen erfordern nicht standardisierte Lösungen. Tada! Es ist jetzt kein Fenster mehr, sondern ein Kunstwerk. Es macht so viel Spaß hier. Das ist unerträglich. Thing! Thing, komm raus aus deinem Käfig und bring mir die Schlüssel für die Zelle. Ein treuer Assistent wird jede Aufgabe erfüllen. Er braucht nur jemanden, der ihm hilft. Ist es eine Sackgasse? Nein, Thing wird sich aus jeder Situation befreien. Tolle Idee, Kumpel. Ein bisschen Übung, Meditation und dir fällt bestimmt ein unglaublich eleganter Plan ein. Oder vielleicht wirst du bis dahin einfach freigelassen. Das Einzige, was fehlt, ist Schlagsahne. Göttlich. Hey, wenn du Marshmallows hinzufügst, wird es noch leckerer. Ja, das werde ich tun. Was soll ich tun? Oh, Sahne. Na klar. Es scheint, dass das Glück heute auf meiner Seite ist. Nun gut. Los geht's. Fast geschafft. Ja, es hat geklappt. Bravo, Thing. Wie immer an der Spitze. Da ist sie, die lang ersehnte Freiheit. Endlich. Danke. Gern geschehen. Du bist ein echter Bruder. Der perfekte Moment für einen coolen Händedruck. Die Adams Secret Five. Ja. Auf Wiedersehen, nervige Annet. Ah. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich muss dieses blöde Armband abnehmen. Komm schon, höllisches Gerät. Hey, warte mal kurz. Du bist so witzig. Annet hat bestimmt eine Nagelfeile. Ich werde das Armband durchschneiden. Hallo, wie geht's, Zellengenosse? Dein Freund ist wunderbar. Verräter! Kannst du mir helfen? Ist etwas passiert? Die Sache ist die, dass ich ein Date mit einem Werwolf habe und ich möchte eine schöne Maniküre bekommen. Kannst du mir eine Nagelfeile leihen? Ja, natürlich. Ich bin so froh, dass du mich gefragt hast. Hier, bitte sehr. Warte! Lass mich deine Nägel machen. Ich bin ein echter Profi. Es wird dir gefallen. Es wird schnell gehen. Lasst uns einen Lack aussuchen. Welchen magst du lieber? Rot oder schwarz? Lass uns schwarz werden. Was denkst du, Thing? Rot? Tolle Wahl. Versuchen wir es. Du rennst jetzt besser. So. So ist gut. Schönheit. Deine wunderschönen Nägel sind fast fertig. Jetzt fehlt nur noch der letzte Schliff. Was ist das? Nur ein bisschen Magie. Leg deine Hand hier hin und du wirst es sehen.
Hokus Pokus. Schau, wie schön es geworden ist. Hier, nimm es nur für den Fall. Danke. Warte, was ist mit deinen Haaren? Setz dich auf einen Stuhl. Dieser Werwolf wird sprachlos sein, wenn er dich sieht. Ich werde mich darum kümmern. Also, wo ist meine Haarbürste? Hey, Thing, ich brauche deine Meinung zu Wednesdays Frisur. Hau ab. Ich habe es gefunden. Hey, wo ist Thing hin? Irgendwo weggelaufen. Seltsam. Okay, lasst uns anfangen. Du siehst toll aus. Und jetzt wirst du glänzen. Kleines Stresssteinchen haben noch niemandem geschadet. Erledigt. Sieh mal, wie cool das aussieht. Und dieser Pulli passt perfekt zu deiner neuen Frisur. Komm schon, probier ihn an. Einfach fantastisch. Danke, mein Freund. Kann ich jetzt gehen? Natürlich. Du siehst jetzt wunderbar aus. Großartig. Puh. Tschüss. Keine große Sache. Dunkle Geister, helft mir, diese Folter zu vergessen. Ich werde sie nicht mehr erleben müssen. Heute ist mein letzter Tag in diesem Gefängnis. Ein bisschen mehr. So haltbar. Los, komm. Ja, Freiheit. Oh Mann, das ist urkomisch. Was für ein legendärer Moment. Hey, lass mich los. Ah. Lustiger Typ. Oh, ich bin so müde. Pause. Und jetzt ist es Zeit für Errate den Verbrecher. Begrüße unseren Gast, Officer Vicky. Oh, danke. Ich fühle mich so unwohl. Also, rate mal, wer den Toaster gestohlen hat. Hallo zusammen. Ich muss nachdenken. Der auf der linken Seite sieht besorgt aus. Ich? Stimmt nicht. Ah. Was war das? Ich habe gewonnen. Das mit dem Toaster. Dieses Mal wird es klappen. Es wird die Flucht des Jahrhunderts. Ganz leise. Sie scheint fest zu schlafen. Ich bin fast da. Thing, dübeln. Wie du weißt, ist Teamwork der Schlüssel zum Erfolg. Wird Wednesday dieses Mal weglaufen? Das werden wir gleich herausfinden. Wednesday, gehst du auf ein Date? Nein, ich will nur etwas frische Luft schnappen. Cool. Oh, Entschuldigung, kann ich mit dir kommen? Natürlich. Nimm dir einen Platz für uns, ich komme gleich zu dir. Großartig, ich warte auf dich. Oh je, ich bin sie los. Thing, brich die Mission ab. Planänderung. Geh zurück in die Zelle. Verstanden. Keine Zellengenossen mehr. Das ist jetzt meine persönliche Zelle. So ist es gut. Gut. Ich werde alle Brücken hinter mir abbrechen. Das war's. Es gibt kein Zurück mehr. Puh. Endlich bin ich allein. Hallo, ihr Verbrecher. Lasst uns raus. Ich habe Angst vor der Dunkelheit. Was ist das für ein schrecklicher Ort? Wow, die haben hier eine seltsame Unterhaltung. Faszinierend. Irgendein Monster will uns ärgern. Heilige Schildkröten. Ah! Sie hätten einen festeren Knoten machen sollen. Das ist eine schöne Kreatur. Leih mir deine Pfote für die Musik, Boney. Ah, wann bist du denn freigelassen worden? Sei still, während er dich losbindet. Ich werde es erkunden. Da bewegt sich was. Thing ist immer in Bereitschaft. Lasst mich los, ihr fiesen Seile. Lasst mich nicht allein. Lasst uns das mal versuchen. Überall fallen. Es wird langweilig und überhaupt nicht gruselig. Die Kidnapper haben einen interessanten Questtraum. So viele Folterwerkzeuge. Und aus der Nähe bist du überhaupt nicht beeindruckend. Der Weg ist frei, Angsthase. Bist du sicher? Ich hätte gerne ihren Mut. Ah, husch! Keine Dankbarkeit für die Befreiung. Halluzinationen oder was? Hinter dir! Kannst du etwas deutlicher sprechen, ja? Die Monster kommen näher! Kommt her! Schnell! Zurück zum Ort des Verbrechens. Lauft nicht weg, ihr Süßen! Jetzt sind wir eure Mama und euer Papa.